Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, Freude, guten Laune und der beste Unterhaltung zu Car Mechanic Simulator 2021. Ein Spiel, das natürlich in keinster Weise neu ist, gibt ja auch das Jahr so ein bisschen an und das es auch schon seit längerem auf der Konsole gibt, aber für alle Game Pass Besitzer gibt es aktuell dieses Spiel seit dem 1.6., also genauer genommen seit heute kostenlos dort zu spielen. Und ich möchte einfach mit euch gerne einmal reinschauen. Nicht nur, weil es über den Game Pass reingekommen ist, sondern wie gut das Spiel und wie gut die Konsolenauskopplung ist. Also von daher, ich würde mal sagen, wir lassen uns mal ganz kurz das Intro von diesem Spiel genehmigen und dann sehen wir uns gleich im Hauptmenü wieder. Ja, das hat ja schon so einiges hergemacht und das gibt auch so ein bisschen den Blick darauf, worum es hier eigentlich im Großen und Ganzen geht. Wir reparieren, restaurieren Autos, ja, jeglichen Jahres, jeglicher Herkunft, jeglicher Geburtsstätte. Und ich würde mal sagen, wir sind hier mit einem Hauptmenü. Wir gucken uns mal an Fahrzeugausstellung, was wir genau haben, ob wir schon einen kleinen Einblick darauf bekommen, welche Fahrzeuge zum Beispiel repariert werden können oder welche Fahrzeuge es generell gibt. Und das sind sie alle. Natürlich auch mit einigen DLCs verbunden, haben wir gleich hier oben, aber die Auswahl, die ist natürlich riesig. Also an diesen ganzen Fahrzeugen könnt ihr herumschrauben und ich denke mal auch später wahrscheinlich fahren. Schöner, netter Einblick einfach mal. Und ich würde mal sagen, bevor wir hier wirklich irgendwie zum Spielen kommen, seid trotzdem einmal so lieb, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was ihr das in die Kommentare zum Beispiel, sind welche unter euch dieses Spiel schon mal gespielt haben, auf dem PC oder aber auf der Konsole, oder aber sind auch welche dabei, die auf PC und auf Konsole gespielt haben, und welche der beiden Ausgabegeräte ist denn eigentlich das Beste, das würde mich mal interessieren. Ich würde sagen, wir gucken uns die Tutorials an, damit wir so ein bisschen wissen, wie, wo, was hier langläuft. Wir haben Top-Menü. Okay, Top-Menü ist wahrscheinlich diese Schnellfunktion. Wir nehmen einfach alles hier durch. Wir haben insgesamt 16 Tutorial-Punkte. Die gucken wir uns alle mal ein bisschen an. So, ach, okay, gut. Da interagieren wir gar nicht mal so richtig. Aber das ist schön. Also es ist ein kleines Mini-Handbuch. Hebebühne, wie was hier funktioniert, das Heben verwendet auf Taste und das Auto anzuheben. Okay, also hier geht es gar nicht um die Grundsteuerung. Auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, mit den Tutorials versuchen wir uns nachher, also mit so einem gewissen Handbuch, ins Spiel ein bisschen zurechtzufinden. Dann ab ins kalte Wasser. Lasst uns spielen. Ach, guck mal, doch ein Tutorial. Sehr schön. Aufträge, geh zum Telefon und nimm den Auftrag an. Ei. Okay, ja, es ist natürlich jetzt hier ein bisschen vieles verblasst, weil jetzt wird hier nur so ein bisschen wie im Lego-Manier oder im Klemmbaustein-Manier das aufgezeigt, was wahrscheinlich fürs Tutorial jetzt so ein bisschen am wichtigsten ist, zum Beispiel das Telefon. Gut, das ist quasi ein Auftrag, hier nehmen wir so Aufträge an. Wir haben einen Salem GV 500. Oh, da steht er auch schon. Oh, leicht verrostet, mit leichten Gebrauchsspuren. Näher dich dem vorderen linken Kotflügel und nimm den Kotflügel ab. Hier, das ist der hier. Da sollen wir jetzt einmal gedrückt halten. Ja. Okay. Öffne das Tortmenü und wechsle zum Montagemodus. Tortmenü ist hier auf Y. Und dann sollen wir zum Montage von Karosserieteilen gehen. So, halte das Teil zum Montieren. Also halte A gedrückt, um das Teil zu montieren. Ah, okay. Ja, das packen wir mal hin. Wunderbar. Rost quasi. Rostigen Stellen sind entfernt. Öffne die Motorhaube. Sieht alles doch gesund aus. Klicke auf den Windschutzscheiben Wischwasserbehälter. Das ist der hier. Öffne das Tortmenü und gehe zu zusätzliche Werkzeuge. Das haben wir. Das Diagnosewerkzeuge. Das hier. Gut, wähle ab und halte es an den Tank, um Flüssigkeit abzulassen. Okay. Herausholen, ablassen, gedrückt halten. Ah.
Okay. Öffne das Tortmenü und wechsle zum Teilemontagemodus und nimm den Tankdeckel ab. So, dann nehmen wir den hier ab. Gedrückt halten. Fülle Flüssigkeit nach. Ah, okay, das sind so vielleicht so ein bisschen die einfachsten Sachen, um Sachen zu reparieren und instand zu setzen. Wir können natürlich hier alles abnehmen, aber wirklich alles, alles, was ihr hier seht. Gut. Müsste ja reichen, wa? Oder? Ich denke mal ja. Komm. Ah, okay. Hebe das Auto mit der Auftaste an. Mit der Auftaste. Können wir erstmal den Motor hier runter? Achso, hier. Das soll von unten wahrscheinlich auch nochmal nachgucken. Ui, der ist aber ordentlich dreckig und verrostet. Uiuiuiui. Gehe zum Ölablass, bringe den Ölablass und zur Hebebühne. Das ist der hier. Wollte ich schon gerade sagen. Der war ja vorhin schon so. Erste Hebebühne machen wir hier. Da, okay. Lasse den Ölablass des alten Öls aus. Das heißt, Gerät benutzen. Ah, okay. Gut, stelle den Ölablasser zurück, indem wir jetzt hier und wieder Gerät zurückstellen. Klicke auf die Aufhänge und das ist die hier. Nimm den Ölfilter heraus, der ist. Hier. Und den sollen wir herausnehmen. Okay, öffne das Tauchmenü und wechsle zur Montage von Teilen. Das ist hier. Und einmal gedrückt halten, da setzen wir einen neuen ein. Gut, senke das Auto mit der Taste, ne, nicht der Taste ab, aber einfach auf Abtaste, nämlich hier. Läuft er wieder wie ein Kätzchen oder was? Klicke auf den Motor. Müssen wir den Motor jetzt auch noch austauschen? Jetzt sollen wir das hier machen. Einmal abnehmen. Nachfüllen. Also, ihr könnt eigentlich bis zum Maximum, da läuft jetzt nichts großartig über. So. Okay. Klicke auf die Aufhängung am rechten Vorderrad. Das ist nämlich hier. Komm wieder irgendwie ran. Gute Frage, nächste Frage. Ah, okay. Damit können wir uns ein bisschen genauer kommen. Entferne das Rad. Machen wir. Einfach gedrückt halten, dann schraubt ihr automatisch ab. Boah, ist alles verrostet, ey. Gehe zur Reifenmontiermaschine und wähle die Tortmenü-Option Reifen abziehen. Okay, das ist aufziehen, nehmen, abziehen. Ah, ist das cool. Brauche ich auch für meinen E-Scooter. Gut, jetzt sollen wir den einzelnen Reifen nehmen. Wähle Tortmenü-Option Reifen abziehen. Wähle Felgen und Reifen für das Rad. Hier nicht. Reifen aufziehen. Ja. Ja. War das richtig gewesen? Ja, anscheinend schon. Wir sollen das Rad jetzt hier wieder nehmen. Und gehe zum Reifenwuchtelgerät. Wo ist denn das? Ach, hier. Jo. So, zum Auswuchten markiert in den grünen Bereich zu bewegen. Okay. Cool, dass es sowas gibt. Nimm das ausgewucherte Rad und wahrscheinlich nimm es. Also erstmal nehmen. Und ihr geht zum Auto und klicke auf die Aufhängung. Okay, das sind wirklich so diese Grundsteuerung und Grunderfahrung, die wir erstmal hier sammeln. Da kommt natürlich weitaus mehr irgendwann. Das Top-Menü und wechselt zur Montage von Teilen wieder. Montiere das Rad. Ja. Und A gedrückt halten, schraubt da alles wieder an. Klick auf die Aufhängung im linken Bereich. Jo, das können wir auch machen. Aufhängung. Nimm das Rad ab. Okay.
Nimm die Koppelstange ab. Oh, okay. Jetzt sieht mal, komm, wie detailliert das alles hier ist. Okay, nimm die Stoßstange nun ab. Okay, nee, ich finde aber, glaube ich, dann keinen Weg mehr zurück. Gut, gehe zum Federspanner. Wo ist der? Federspanner, Federspanner. Boah, was es alles gibt. Ey, ich kenne mich mit Autos ja wirklich kein bisschen aus. Und einmal hier. Einmal nehmen. Okay, wähle im Top-Menü Option verbinden. Jo, neu machen. Okay, nimm das Teil. Und gehe zur Radaufhängung. Ich einmal hier. Dann sagen wir hier. Oh, das habe ich schon mal ein bisschen gelernt. Ja. Einmal einbauen. Dann sollen wir noch hier die Koppelstange verwenden. Ah, ist schon eingestellt. Okay. Nee, dann habe ich wahrscheinlich. Ah, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Einmal hier. Gedrückt halten, die Koppelstange auswählen und dann hier die Muttern festsetzen. So, montiere das Rad. Gut. So. Öffne das Hauptmenü und wähle Fahrzeuginfos, wechsel zu Auftragsdetails, Auftrag beenden. Okay. Warte mal, kann ich hier eigentlich wieder noch zurückgehen? Achso, wir sollen gleich hier hingehen. Okay. So, das ist ja jetzt Standard. Alles klar. Gut. Und dann, das sollen wir jetzt Auftrag beenden. Wo sehen wir den Auftrag? Achso, hier irgendwo. Ah, Auftrag beenden. Da. Okidoki, herzlichen Glückwunsch, du hast das, die Grundlagen-Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Weitere Hilfen, Details, Infos zu allen Aspekten des Spiels gibt es im Tutorial-Bereich im Hauptmenü. Okidoki, jetzt haben wir es so ein bisschen kennengelernt. Wie gesagt, wirklich in Anführungsstrichen ein bisschen. Das ist so umfangreich. Aber die Grundlagen haben wir jetzt, wie gesagt, kennengelernt. Dann gucken wir uns das mal an, wa? Ich würde mal sagen, es läuft ein bisschen Radio nebenbei. Das können wir ja einfach mal so lassen, wie es ist. So, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Das ist jetzt quasi unsere Werkstatt. Können wir jetzt einfach da einsteigen? Nee. Wo müssen wir denn hin? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Oh. Oh. Das sah im Tutorial ein bisschen schöner aus. Hallo? Eieieiei, das ist unsere Werkstatt? Also, müssen wir es aber machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier. Wie sieht das denn hier aus? Haben wir wo das Telefon hier? Computer? Ersatzteile in Raum. Okay, Zubehör. Da können wir halt Sachen bestellen, die wir fürs Auto brauchen, mitunter. Also kaufen. Werkzeugkasten. Wow. Alter Falter, das ist ja jetzt hier richtig viel. So, viel ruhiger hier. Gut, wir gucken nochmal ganz kurz, was sollen wir eigentlich jetzt hier genau machen? Das wurde uns jetzt nicht so vorgegeben. Können wir auf Klo gehen? Können wir nicht. Wir können hier rausgehen, aber uns wird jetzt gerade nicht vorgegeben, was wir zu machen haben. Schade. Telefon, Telefon. Ah, hier ist ein Telefon. Ah, okay, alles klar. Hier haben wir quasi ein neues Auto, quasi neuer Auftrag. Hallo, ich komme zufällig an deiner Werkstatt vorbei. Es ist gut, dass sich jemand um diese alten herunterkommenden Tankstellen gekümmert hat. Das Auto, mit dem ich heute gekommen, habe ich erst vor kurzem gekauft. Das hohe Ticket minus der Zustand ist ganz okay. Ölstand und Reifen müssen mal geprüft werden. Das sollte für dich kein Problem sein. Oh, ich weiß aber nicht, ob das wirklich für mich ein Problem oder nicht ein Problem ist. Wenn du das gut machst, sehen wir uns bestimmt bald wieder. Wir sehen uns. Und dann haben wir noch einen hier. Ich würde mal sagen, Freunde, das war es erstmal gewesen. Wir haben uns kleine Tutorial kennengelernt. Falls Interesse besteht und ich sag jetzt mal einfach, ihr ein bisschen mehr Laune habt, können wir gerne weitere Folgen angehen. Es sei aber wirklich gesagt, ich habe nicht viel Ahnung von Auto herumschrauben und so. Fahren, alles in Ordnung, aber Autos herumschrauben. Huiuiuiui. Ich hatte schon Probleme mit Reifenwechsel an meinen E-Scooter gehabt. Aber ich glaube, wir könnten uns eine schöne Zeit machen. Also, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst es mich irgendwie durch ja, Likes und auch Aufrufe vielleicht wissen, dass da mehr Gefallen dahinter steckt. Denn sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.